Ja, und den. Und meine ich. Oh, willkommen bei Mass Effect 3 auf Panita. Wir wollen jetzt nach Tessia, geheimes Artefakt, wo uns die. Mann, hier die. Geschickt hat. Die, Asari-Braut da. Ja, Asari-Heimatwelt wurde als Kronjuwel der Galaxie bezeichnet. Als Gipfel der Demokratie und schlagendes Herz galaktischer Liebe. In ihren Republiken gibt es erstaunlich wenig Krieg, Krankheit, Gewaltverbrechen oder Hunger. Was einer stabilen Wirtschaft zu verdanken ist. Die von wohlhabenden Kolonien und Tessias gewaltigen E-Zero-Reserven gestützt werden. Spuren von E-Zero in Wasser und Boden sind so häufig, dass sich die meisten Lebensformen auf Tessia daran angepasst haben. Tessias Wohlstand ist durch den Angriff der Reaper ins Wanken geraten. Die Kommunikationsinfrastruktur, das Rückgrat der E-Demokration der Gesellschaft, wurde eliminiert. Millionen sind ohne Energie, Wasser oder Lebensmittel, ein Schachzug, der die Asari zur Kapitulation auf breiter Ebene bewegen soll. Dieser Schritt der Reaper-Strategie ist notwendig, weil Husks allein nur schwer eine Population von Biotickern entwaffnen oder festnehmen können. 5,5 Milliarden, da fast so viel Population wie auf der Erde. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Na klar, kommst du Dann mit? ab zum Shuttle. Es geht los. Hätte ich sowieso mitgenommen. Oh, wie warm. Und dann immer noch. Checked. Ja, alles Schnieke, alles im grünen Bereich. Immer noch zwei. Mann, 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 ich guck dir an. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Venesia hat sie mitgenommen? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt, vielleicht steckte doch mehr dahinter. Was meinen Sie? Ich habe Ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an Ihre Mutter. Sie hat immer gegen die Indoktrination gekämpft. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Ja, die Rad-Asari, jetzt habe ich. Die Rad-Asari. Genau. Katalysator brauchen wir ja für den Tiegel. Das kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Darüber dürfen Sie jetzt nicht nachdenken. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Wir sind da unten. Sie müssen Commander Shepard sein. Ja. Commander, wir haben gehört.
Die Barriere wurde durchbrochen! Commander, wir reden später! Okay. Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen! Was für ein Geschütz? Da! Nichts lieber als das. Oh, dauert ja ewig. Oh. Bergig. Dabei. Noch ein dritter. Ja, Freude. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Was hat man Ihnen über mich erzählt? Nur Ihren Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Ja, ich weiß, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Mit der Superwaffe der Proteaner gewinnen wir diesen Krieg. Proteaner, hä? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Kurin. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Ja. Immer alles. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Vorsicht! Das muss ein Ende haben. Erhalten Sie die Zuschauer. Ich treibe das immer an. Vergessen Sie das nicht. Da kommen Sie nämlich. Im Zickzack vorrücken. Deckung ausnutzen. Das war's. Ey. Oh. Ja, nee, ist klar. Hä? Das war's. Und jetzt Tempo, runter von der Brücke.
Was? Ach so, ist von der linken Seite. Ey, ich komm ja schon. Auf dem Gebäude. Wir haben Feuer. Oh Gott. Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben Sie konzentriert, Liara! Diese Dinger schlachten meine Leute ab! Dann rächen Sie sie! Verteilen und in Deckung gehen! Auf die Flanken achten! Sie dürfen uns nicht umstellen! Ja, ja, mach ich doch. Hier wird nicht gepicknickt. Die hören einfach nicht auf. Vor uns sind noch mehr. Ja, doch. Ja, nie, ist klar. Was anscheinend? Wow. Vor uns könnte der Ausweg aus diesem Mist sein. Gerade ist noch eine mutierte Asari aufgetaucht. Da voll getroffen. War da rot. Sage mal, schlägst du mal meine. Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Meine wunderschöne Liara nicht. So, warte mal. Jetzt gucke ich mir erstmal hier in den Räumen um. Dann spring doch mal rüber. Das könnte ein Weg für uns sein. Ich weiß, ich weiß. Guck mal hier, was die alle hier haben. So, naja, hier ist nicht wirklich viel. Ist mir warm, ey. Und happy, happy. Ich kann diesen Dingern immer noch nicht entgegentreten. Meine eigenen Leute. Ich sage es ungern, aber es ist eine verdammt effektive Strategie. Eine Spezies auf sich selbst zu hetzen? Wir schütteln unseren Verstand ganz schön durch. Über uns! Oh. Es gibt Augenblicke in meinem Leben, die ich gern vergessen würde. Das erste Leben, das ich verlöschen sah. Das erste Leben, das ich auslöschen musste. Und jetzt das. Vor uns links, Scharfschützen auf dem Balkon. Möglicherweise könnten sie auch. Oh. Die waren schneller wie ich. Ey, die waren wieder schneller wie ich. Das kann man wohl als Glück bezeichnen. Oh nein. Noch kein Anfall. Moment. Shepard ist soeben eingetroffen. Kopf einziehen. Wie lange können Sie durchhalten? Jetzt, wo Sie da sind, so lange wie nötig. Können Sie diesen Krieg wirklich gewinnen? Wenn wir zu dem Tempel schaffen, sind die Reaper Geschichte. Dann schnappen Sie sich da drüben Ausrüstung, wenn Sie welche brauchen. Wir heizen den ein. Hm.
Na komm! Ach, was? Was? Der Außenposten-Typus ist ganz in der Nähe. Ich kann ihn Feuer schützen. Los! Das war der letzte. Bewegung, Commander! Ja, ja. Reaper, das ist dein Weg hier raus. Nein. Ja. Was ist das hier? Aber kein guter. Wir haben keine andere Wahl. Oh, wie geht's hier? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Wie will ich mit mir reden? Vorwärts, Commander. Der gesamte Sektor bricht gleich zusammen. Ja, doch. Ich bin doch schon auf dem Weg. Hä? Ein Traum hört niemals auf. Oh, doch, das wird er. Wir gehen zu diesem Artefakt und dann können wir alle aufwachen. Ich kann kaum glauben, dass wir es fast geschafft haben. Es hat so lange gedauert. Vorsicht! Wir wollen zum Außenposten Tykis. Sie stehen genau davor. Was ist mit dem Rest Ihres Trupps? Sie sind alle tot. Wir wollten zu den Wissenschaftlern, aber nur ich bin noch übrig. Was ist mit Verstärkung? Dafür hatten wir Jäger, aber das ist wegen des Reapers zu gefährlich. Sie können es nicht wagen. Ja, es ist hart, aber ohne deren Hilfe kommen wir nicht rein. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich diesen Krieg hasse? Taylor und Schwarm, hier Außenposten Tykis. Gibt es auf dieser Frequenz noch jemanden? Wir brauchen sofort Luftunterstützung. Commander Shepard ist hier. Hier, Taylor 5, was immer Sie auch vorhaben, machen Sie sofort. Los, Commander, ich decke Sie von hier aus. Commander Shepard, ich gebe Ihnen Deckung. Wir bringen Sie in diesen Tempel. Warte mal. Bestimmt. Vorwärts, das ist unsere Chance. RIP. Vorsicht, weitere Feinde voraus. Oh Mann, Vorsicht! Noch eine Welle mit Oh nein. Oh, ich dachte, das wäre so ein Hacksksksk. Verdammt! Die Reaper haben auch Luftunterstützung. Hoffentlich hat uns die Luft.
Hä? Aber die feuert da auch hier. Was dauert denn jetzt hier so lange? Ich habe Probleme. Meine Schilde wurden soeben beschädigt. Nein. Ich wiederhole. Scheiße. Bleibst du mal hier? Oh, besser. Sieht aus, als wäre hier alles sicher. Lassen Sie mich mal sehen. Es ist eine Militärchiffrierung. Ich denke, ich kann sie deaktivieren. Militär? Für einen Tempel? Vor allem, weil nur noch wenige der Assaim-Doktrin folgen. Super. Oh, schön. Hallo? Ist da jemand? Das gefällt mir nicht. Die Wissenschaftler müssten hier sein. Sehen Sie sich um. Das, was wir suchen, ist vielleicht eins von diesen Artefakten. Genau, wir untersuchen mal. Was ist das? Der Schild der Göttin Assaim. Der Legende nach hat sie damit Hesia beschützt, als der Himmel zornig wurde. Das könnte das Artefakt sein. Aber ohne die Bestätigung der Wissenschaftler ist das nicht sicher. Könnte das das Artefakt sein? Ich glaube nicht. Das ist das Schwert der Göttin Assaim. Die Mythen sagen, sie sei damit gegen eifersüchtige Götter angetreten, die unsere Vorfahren bedroht haben. Wenn wir nicht genau wissen, wonach wir suchen, brauche ich mehr Zeit. Sonst kann ich mir nicht sicher sein. Ich begreife es nicht. Der ganze Planet ist in Gefahr. Und diese Wissenschaftlerinnen hauen einfach ab? Ich habe erst Brüste gelesen. Bringt uns nicht weiter. Das ist Janiri, Assaims Führer, der vor langer Zeit die Erleuchtung nach Tessia gebracht hat. Ich kann daran nichts Ungewöhnliches feststellen. Sieht ja komisch aus. Sieht aus wie so eine Mischung aus Thane und Batariana. Womit haben wir es hier zu tun? Mit einer primitiven Darstellung der Göttin Thane. Sie spricht zu ihren alten Asari-Anhängerinnen. Aber das bringt uns nicht weiter. Ich ja. Zweifle, dass dies das Artefakt ist. Ich will es ja trotzdem wissen. Das sind die Wissenschaftlerinnen. Achso, da kann ich sehen. Was ist mit ihren Kehlen? Durchgeschnitten. Das waren keine Reaper. Wir müssen da allein durch. Wer soll das denn sein? Athane. Mit der Zeit sah sie uns immer ähnlicher. Ich bin beeindruckt, aber weshalb diese Mühe für eine tote Religion? Es ist ziemlich raffiniert, selbst für unsere Verhältnisse. Obwohl Athane historisch sehr bedeutsam ist. Früher glaubten wir, die Götter wären von der Welt getrennt und blickten auf uns herab. Alles Leben entsteht. Ah, hier ist ein proteanischer Sender. Sicher? So etwas vergisst man nicht. Aber warum verstecken? Ich wünschte, wir hätten den Mars-Sender besser versteckt. Was wohl in dem hier steckt? Das... kann nicht sein. Mein Volk würde so etwas nie geheim halten. Der Sender würde erklären, warum die Asari so weit entwickelt sind. Sie haben doch selbst gesagt, dass der Tempel uralt ist, Liara. Gute Gelegenheit, seine Geheimnisse zu knacken. Das macht es noch nicht wahr. Aber es würde einiges erklären. Alle 200 Jahre ein paar Durchbrüche und die Asari bleiben die Vorreiter. Das wird der Grund sein. Wenn das stimmt, hätten die Asari dieses Wissen teilen müssen. Dann hätten wir nicht diesen Schlamassel. Das wissen Sie doch gar nicht, Shepard. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Und wir haben nicht viel Zeit, um es rauszufinden. Die Dateien, auf die ich zugreifen kann, drehen sich um proteanische Datenströme und die Rekonstruktion von Matrizen. Das passt nicht. Vielleicht ist das der Punkt.
Schrei der Göttin. Buchstäblich. Achtung, es muss noch mehr von diesen Verbindungen geben. Unglaublich. Der Sender scheint sie für eine Proteanerin zu halten, Shepard. Der Dechiffrierer, den sie vor Jahren auf Ferros... Hier ist keine Verbindung. Sobald wir dieses Problem gelöst haben, können wir den Tegel fertigstellen und der Krieg ist vorbei. Also keine Hektik. Sieht nicht aus wie eine Verbindung. Ja, ist ja gut. Ich tippe eh alles hier an. Hier. Jo. Da, wieder eine. Das ist anscheinend keine Verbindung. Wir sollten weitersuchen. Ja, ich such doch schon. Anscheinend versorgt jede Verbindung den Sender mit mehr Energie. Ich wette, wir sind die Ersten, die das je geschafft haben. Hier ist nichts. Ach, was. Hier war doch noch irgendwo was. Ah, hier. Er scheint hochzufahren, das spürt man. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig sind. Nee? Fehlt noch was? Ah, was fehlt denn uns denn noch hier noch? Ja, der hier. Nee. Hat es man muss ja hier irgendwo noch eine geben. Ja. Ja, suchen Sie weiter. Ah ja. Geschafft. Wir haben jetzt Zugriff auf den Sender. Sehr schön. Wir müssen uns beeilen. Diesen Ort wird es nicht mehr... lange geben. Beziehe chronologischen Marker. Bitte warten. Zeitskala eingerichtet. Postproteanischer Zyklus bestätigt. Was sind Sie? Reaper-Präsenz geortet. Dieser galaktische Zyklus hat seinen Auslöschungspunkt bereits erreicht. Systeme werden runtergefahren. Eine Minute. Wir brauchen Antworten. Auf welche Frage? Wir müssen wissen, was der Katalysator ist, um den Tegel fertigzustellen. Ist das... Proteaner. Proteaner? Ich bin das Gedächtnis von einem. Ich bin Vendetta, ein modernes virtuelles Konstrukt von Pashek Vran, Leiter des Projekts, das sie Tegel nennen. Er fiel im Kampf gegen die Reaper bei der Schlacht von Tranbir 9. Ihre Zeit ist ebenfalls abgelaufen. Na toll, der erste Proteaner, den wir treffen, erzählt uns, dass wir tot sind. Warum haben die Proteaner den Tegel zu ihrer Zeit nicht eingesetzt? Wir wurden intern sabotiert. Eine Splittergruppe war der Ansicht, wir sollten die Reaper beherrschen, statt sie zu vernichten. Das hat unsere Schlachtordnung ausgehebelt, denn die Separatisten waren indoktriniert. Noch jemand ein Déjà-vu? Unsere Studien der Vergangenheit führten zu dem Schluss, dass Zeit zyklisch abläuft. Viele Muster wiederholen sich. Wie die Angriffe der Reaper. Und mehr. Dieselben Gipfel der Evolution, dieselben Täler der Auflösung. In jedem Zyklus gibt es dieselben Konflikte, nur unterschiedliche Details. Die Wiederholung ist zu prägnant, um Zufall zu sein. Wir dachten, dass die Reaper für das Muster verantwortlich sind. Möglich, obgleich ich der Ansicht bin, dass die Reaper nur Diener des Musters sind, nicht seine Herren. Und wer ist dann der Herr? Unbekannt. Seine Präsenz kann nicht beobachtet werden, nur erschlossen. Klar ist nur seine Absicht. Galaktische Vernichtung. Und Sie stehen jetzt vor diesem Abgrund. Noch besteht Hoffnung. Wir müssen wissen, was der Katalysator ist. Billionen von Leben stehen auf dem Spiel. Es stehen immer Billionen Leben auf dem Spiel. Doch wenn die Reaper schon da sind, um ihren Zyklus zu beenden, kommt dieses Gespräch zu spät. Wir können den Zyklus durchbrechen. Wir haben ihre Pläne für den Tegel gefunden und bauen ihn schon. Der Tegel ist kein Entwurf der Proteaner, sondern das Ergebnis von zahllosen galaktischen Zyklen, die Jahrmillionen zurückreichen. Jeder Zyklus fügt etwas hinzu, jeder verbessert ihn. Doch bisher hat niemand die Reaper damit erfolgreich besiegt. Dann werden wir die Ersten sein. Was ist der Katalysator? Wenn Sie den Kampf fortsetzen möchten, werde ich Sie nicht daran hindern, obwohl ich Ihre Erfolgschancen für minimal halte. Wir gehen das Risiko ein. Gut, wenn Sie den Plänen für den Tegel gefolgt sind, integriere ich mich in Ihre Systeme und helfe bei dem Katalysator um. Indoktrinierte Präsenz geortet. Aktiviere Sicherheitsprotokoll. Sie. Die toten Wissenschaftler. Was wollen Sie? Ihre Aufmerksamkeit. Und nun möchte jemand mit Ihnen sprechen.
Der Unbekannte. Shepard. Wie kamen Sie auf diesen Ort? Die Archive. Oder hat Ihr Shadow Broker die übersehen? Zeigen Sie sich. Geht auch ganz schnell. Ruhig, Dr. Tissoni. Sie haben geholfen, den Schlüssel zur Kontrolle über die Reaper zu entdecken. Oder zu ihrer Zerstörung. Verdammt, Shepard. Die Zerstörung der Reaper bringt nichts. Sie bringt Frieden. Sie wollen uns nur kontrollieren. Denken Sie nach. Wenn die Reaper wollten, könnten sie alles organische Leben vernichten. Und nichts bliebe übrig. Glauben Sie denn wirklich, Sie können die Reaper dazu bringen, uns das zu geben? Ich kenne Sie. Ich weiß, wie Sie denken. Sie sind dem Feind wohl ein wenig zu nahe gekommen. Nein. Sie machen's richtig. Warum töten, wenn man kontrollieren kann? Die Reaper machen's richtig? Sie sind indoktriniert. Sie tun genau, was die wollen. Genau wie Sie. Zeitverschwendung für einen bereits verlorenen Krieg. Ich kämpfe wenigstens. Sie sollten sich zügeln. Ich bekämpfe die Reaper länger, als Sie sich vorstellen können. Sie kennen mich überhaupt nicht. Meine Methoden in der Reaper-Frage sind lediglich subtiler als Ihre. Sie haben vergessen, wofür Sie standen. Cerberus sollte das Schwert der Menschheit sein, kein Dolch im eigenen Rücken. Poetisch. Aber wie üblich, am Thema vorbei. Die Welt hat mehr Grautöne, als sie zugeben wollen. Mit den proteanischen Daten in diesem Sender beende ich diesen Konflikt endgültig. Sie können für mich oder gegen mich sein. Da ist kein Platz für Grautöne. Nein, vermutlich nicht. Lang, der Commander hat etwas, das ich brauche. Bitte nehmen Sie es ihr ab. Und bringen Sie mir die Daten. Wird gemacht. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Achtung, Jäger! Wart. Wow, Junge. Sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Achtung, Jäger! In Deckung! Mach doch mal hin, ey. Alles in Ordnung. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Wow. Jetzt gehört Shepard mir. Wow, 3 Schläge und ich bin tot oder was? Und ich soll die Galaxie retten? Na. Sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Achtung, Jäger! Wie andere Waffe haben, mussten die. Nee. Die. Alles in Ordnung. Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Der? Boah, wie... Hä? Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisieren.
Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Wie dir. Toll. Hat er sich alle drunter geladen. Position. Wiederhole! Ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie! Geben Sie mir... Der Lieutenant ist tot! Unsere Zone bricht zusammen! Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie! Moment! Da kommt der Reaper! Bitte! Ist da jemand? Ich... Ihr holt das Ding wieder, Mensch. Commander Shepard, sind Sie das? Commander? Ratsherrin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgebrochen. Als wäre der Planet weg. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratsherrin? Schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Was ist passiert? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen. Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Dann entschuldigen Sie mich. Ich muss... Vorbereitungen für den Fortbestand unserer Zivilisation. Mit diesem Tag habe ich nie gerechnet. Niemand hat das. Es... Tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bring sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Commander, sagen Sie mir, dass Sie was haben. Spezialistin Trainer konnte Kai Lengs Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Leider verschwindet das Signal dann im Lyra-System. Natürlich tut es das.
Allerdings wird das Signal aktiv blockiert. Was? Im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Und etwas an diesem Ort blockiert aktiv sämtliche Signale aus diesem Abschnitt des Weltraums. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Trainer, Edie, gute Arbeit. Und jetzt müssen wir die Gelegenheit auch nutzen. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Ja. Wir kriegen das Ding schon wieder geschaukelt. Der Untergang von Tessia. Ja. Dann war es das für diese Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Starship Shepard, Roger and out.